In meinem Video Stream heute ist der 24.06. Es ist 19:35 Uhr. Nein, 19:25 Uhr. Nicht 35. Und heute ist Donnerstag. Heute waren keine Assistenten da. Ich war mit meinen Eltern alleine und es ist nicht viel passiert. Ich glaube, ich werde die nächsten 2 Tage eher nicht online gehen, weil einfach nicht viel passiert und ich mich heute auch kurz fassen werde. Wir waren baden im Swimmingpool. Der hat Badewannentemperatur. Also das ist auch keine Abkühlung mehr. Aber es war trotzdem schön. Es war trotzdem schön und angenehm und ich mag es eh nicht so kalt. Aber mittlerweile hat der Badewannentemperatur. Morgen bin ich bei Christoph um 16 Uhr. Und freue mich schon drauf. Sehr sogar. Und ich bin schon sehr müde, obwohl ich heute lange geschlafen habe. Irgendwie war die Nacht zu kurz, obwohl ich bald eingeschlafen bin. Und meine Mutter möchte mir morgen oder die nächsten Tage die Haare auf dieser Seite nachrasieren, weil die schon wieder ziemlich lang sind. Also nicht so lang, aber schon wieder ganz schön nachgewachsen. Sieht schon wieder aus, als hätte ich eine Frisur auf der Seite. Und ich möchte sie halt ganz kurz haben. Zwar nicht ganz weg, aber kurz. Und ich merke immer, dass das Salzwasser meiner Kopf auch ganz gut tut. Weil wir haben kein Chlor, sondern eine Salzanlage. Und da sind die Haare zwar zuerst mal verpickt, wenn man rauskommt, aber wenn man sie dann durchkämmt und sie trocknen, sind sie wie frisch gewaschen. Und beim Chlor sind sie doch klebrig und verstrubbelt und so. Und das ist ein Vorteil gegenüber Chlor. Weil beim Chlor muss ich mir nachher jedes Mal Haare waschen, wenn ich im Bad war. Und beim Salzwasser ist es nicht so. Und sie sind jetzt auch relativ frisch. Sie sind noch ein bisschen feucht. Und sie wählen sich auf dieser Seite hier etwas, weil ich eine Naturwelle habe in den Haaren. Aber ja, das war bei den längeren Haaren auch immer so. Jetzt ist immer unten der Auslauf ist gewellt und dreht sich nach innen und nach außen. Und der Rest ist glatt. Und wie gesagt, die Frisur gehört nachgeschnitten. Weil sie schon wieder 6, 7, 8 cm lang sind. 6, 7 cm lang sind. An der längsten Stelle. Und ich habe sie immer so auf 11 mm. Sechs, 7 Zentimeter sind das nie.
3-4 Zentimeter. Und ich habe sie immer so auf 12 Millimeter. So circa 1 Zentimeter. Und das möchte Mama noch vor dem Wegfahren machen. Wir haben heute besprochen, was ich einpacken muss. Ich möchte mir Inkodackerl mitnehmen, wegen dem Bett, falls ich ins Bett mache oder so. Ihr wisst ja, ich trage Katheter und der fördert oft nicht so gut. Und dann muss ich Inkodackerl ins Bett legen, weil wenn Hahn ausläuft, ist alles nass. Und Inkos, also die Unterhosen, die ich mal habe, sind so windelartig. Das ist mit knapp 30 Jahren nicht unbedingt cool, aber es ist einfach, weil unten was weggehen kann, das ist so am besten. Und ich trage zurzeit fast nur Inkos, weil meistens was weggeht, wenn ich lache oder huste. Weil der Katheter einfach nach 2 bis 3 Wochen nicht so gut saugt. Und dann Resthahn zurückbleibt und der beim Lachen und Husten in die Hose geht. Und wenn ich dann eine normale Unterhose anhab, muss ich alle ein paar Stunden wechseln. Und es geht auch durch auf die Kleidung. Und wenn ich so eine Inko anhab, Inko ist kurz für Inkontinationsversorgung. Und es gibt ja auch so Frauenhöschen für die Tage oder so, wo das Blut versickert und nicht riecht. Aber die Regel bekomme ich ja nicht mehr durch die 3-Monats-Spritze und ich habe halt so Inkos. Das gibt es auch für inkontinente Frauen. Aber ich habe halt die stärker saugende Variante. So wie eine Windel. Ist mir auch peinlich, aber ich erzähle euch hier alles. Und 5-6 so Inkos, falls was passiert und damit man wechseln kann. Und Handschuhe fürs große Geschäft, weil ich mir ja selbst den Po nicht abputzen kann und das Sonne übernehmen muss. Und ja, 2x Messer, Gabel und Löffel für unterwegs was zu essen. Ist immer gut mitzuhaben. Dann sind wir noch am Überlegen. Wegen einer Kühlbox. Weil Sonja Salzburger Mozartkugeln mit nach Hause nehmen möchte. Und die schmelzen sonst im Auto. Also am letzten Tag auf der Tankstelle Eis kaufen und die Mozartkugeln dann da rein. Und vielleicht das Trockenshampoo und Deo. Damit das nicht im Auto explodiert, wenn es zu warm wird. Aber naja. Mal schauen. Sonst brauche ich nur Kleidung und mein Impfausweis und mein Behindertenpass und den Parkausweis. Und sonst noch Platz für Einkäufe. Und ein Handtuch. Ein Badetuch. Falls ich doch duschen gehe. Weil es eigentlich 3 Tage geplant ist, dass ich
erst zu Hause wieder duschen gehe. Also mich fahr geduscht weg und dann erst wieder zu Hause duschen gehen und falls die Haare fertig sind, halt Trockenshampoo und falls was anderes passiert, was in die Hose geht oder so, dann nehme ich mir ein Badetuch mit, damit ich mich abtrocknen kann. Aus Metformin verzichte ich während der Reise, weil der es immer Durchfall macht. Und vielleicht bekomme ich am Mittwoch ein anderes Insulin. Das ist noch ganz klar, weil ich eine Insulinintoleranz oder eine Insulinwirkungslosigkeit entwickle. Es wirkt immer erst 3 Stunden später und dann auch nur schwach. Und ich bin am Mittwoch beim Palmitzhofer, also bei meinem Internisten, und der wird mir wahrscheinlich ein anderes Insulin und was anderes als das Metformin aufzuschreiben. Hoffe ich zumindest. Weil ich bin jetzt mit dem Langzeitzucker 8,4 und war vorher auf 6,8 oder 6,4. Und 6,4 gegen 8,4 ist doch deutlich gestiegen. Und da gehört was geändert. Ich kann es dann noch ein paar Tage erproben und so wie es wirkt, kann ich es dann einsetzen im Urlaub. Aber ich hoffe, wir finden das Wirksame. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht viel ein. Mit Behinderung muss man natürlich alles bedenken, was man nicht braucht und so. Aber sollte kein Problem werden. Mal schauen. Ein paar Waschlappen. Und ja, mal schauen. Sollte eigentlich gut gehen alles. Sonst, ich überlege gerade, was kann ich euch noch erzählen. Samstag kommt Daniel. Nächsten Samstag Sonja. Dienstag, Mittwoch Sonja. Montag Daniel. Donnerstag Daniel. Am Freitag niemand, morgen niemand, morgen ist auch Freitag. Und bei Christoph werde ich mir in 2 Wochen wieder was ausmachen. Also die Woche drauf, wenn wir aus dem Urlaub noch nach Hause kommen.
Ich habe mir jetzt noch eine 128 Gigabyte SSD-Karte gekauft, damit ich 3 mit habe, damit ich 3 Tage lang sozusagen durchfilmen kann. Sonst freue ich mich jetzt schon recht auf den Urlaub. Es ist nur schade, dass Daniel nicht dabei ist. Aber da Sonja recht eifersüchtig ist und ihr Freund recht eifersüchtig auf Daniel, ist es vielleicht die Beste. Naja, ich habe das gestrige Video nicht auf YouTube rübergeladen, weil es zu kurz war. Sonst sage ich für heute Tschüss. Geschrieben hat mir keiner bis jetzt. Einen Zuseher habe ich. Das letzte Mal abonniert wurde ich vor 9 Tagen, also gefolgt, und das sind alle meine Infos. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Arenas.